Ja, moin! Und hallo und herzlich willkommen zu diesem schönen neuen Video. Und jetzt haben wir 10 Spieltage in der zweiten Liga hinter uns. Und jetzt gucken wir mal, was der Zwischenstand nach 10 Spieltagen ist. Da kann man ja schon mal ungefähr gucken, wie der Saisonstart war. Fangen wir mal unten an. Der BTSV, ja, das ist der klassische Komplettfehlstart. Mit 5 Punkten auf Tabellenplatz 18. So hat man sich das in Braunschweig nicht vorgestellt. Naja, gut, passiert. Jetzt ist Trainer weg, Co-Trainer ist weg. Jetzt muss der U23-Trainer alles aus dem Feuer holen. Darf jetzt gegen die nächsten 2 Spieltage, unter anderem das Derby gegen uns Hannover, da rumtouren. Mal gucken, was er ausrichtet. Ich sehe nicht viel. Dann als Tabellen-17. der VfL Osnabrück. Ja, Osnabrück ist natürlich dann ja als Neuling in der zweiten Liga mal kräftig auf die Fresse geflogen. So geil war der Start jetzt auch nicht. Und dann die Überraschung des Jahres. Was ist auf Schalke schon wieder los? Meine Güte, ist das ein Sauerhaufen. Also sowas kannst du ja echt nicht gebrauchen, wirklich. Die wollten eigentlich gegen den Aufstieg spielen, ne? Oder um den Aufstieg. Jetzt spielen sie und müssen hoffen, dass sie überhaupt noch in der zweiten Liga bleiben. Oh, 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 ist das ein schlimmer Verein, du. Beziehungsweise die gesamte Vereinsführung. Ich kann mittlerweile verstehen, warum die Fans sagen, jetzt leckt mich alle am Arsch, ich gehe jetzt, feuer den Verein nicht mehr an. Gar nicht verstehen. Sowas hatten wir ja bei Schalke schon öfters, dann haben sie sich wieder gefangen. Jetzt ist es ja total in den Keller gerauscht, dann mit dem Abstieg in die zweite Liga. Oh ja, das wird eine lustige Zeit auf Schalke jetzt. Das wird lustig, du. Ja, ja. Aber was sagt man dazu? Shit happens? Naja gut, shit happens nicht, aber scheiße gelaufen, ne? Dass sich ein Verein innerhalb von 2 Jahren so kaputt machen kann wieder. Respekt. Und sogar noch toppen kann. Das ist der andere Hammer dabei. Sie schaffen es, die komplett versaute Saison 2021 nochmal zu toppen. Das ist auch noch keinem Verein gelungen. Schalke gelingt es. Ja. Ja. Und jetzt müssen wir halt auf Schalke mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Hansa Rostock ist auf Platz 14. Platz 15, wir waren ja 16. So, Platz 15 ist Hansa Rostock mit 12 Punkten. Ja, ideal, nicht so ideal gelaufen. Geht aber. Dann auf Platz 14 ist Greuther Fürth. Ja. Kann man auch sagen, besser, hätte besser laufen können, aber sie sind zumindest im Mittelfeld. Das ist zwar am unteren Ende des Mittelfelds, aber ja, man kann sagen, einen soliden Start geschafft. Der SVW in Wiesbaden hat das gleiche, nur ist auf Platz 12. Und ja, mal gucken, was da rauskommt. Irgendwie habe ich Platz 13 vergessen. Platz 13 hänge ich hinten dran. Habe ich irgendwie nicht ganz mitgekriegt. Ja, Wien Wiesbaden auf Platz 12 mit auch 12 Punkten. Geht. Jetzt kommen wir an den oberen Rand des Mittelfelds. Auf Platz 11 ist der Absteiger Hertha BSC Berlin. Ja, die haben mit ebenfalls 12 Punkten einen guten Start geschafft. Platz 11 ist schon eine schöne Nummer nach 10 Spieltagen. Dann auf Platz 10 ist der 1. FC Magdeburg. Jetzt am vergangenen Wochenende ja gegen uns 96 verloren. Dann mittlerweile schon die 5. Niederlage in Folge kassiert. Ja, sagt man auch, klassisch so nicht unbedingt zu erwarten, aber mit Platz 10 immer noch gut dabei. Jetzt kommen wir in die obere Regalleiste.
Auf Platz 9 ist der 1. FC Nürnberg, das Frankenland, mit 15 Punkten. Das ist ein guter Start. So kann man, das sind 10 Spieltage, die gut gelaufen sind. Dann auf Platz 8 ist St. Pauli. St. Pauli ist ebenfalls mit 15 Punkten unterwegs. Ja, auch sehr gut gestartet für die Verhältnisse, dass der Verein über die Relegation erst in die zweite Liga gekommen ist. Ist das ein sehr solider Start. Auf Platz 7 ist der Neuling und Drittligameister SV Elversberg. Man glaubt es nicht. Ein kleiner saarländischer Verein sitzt in der zweiten Liga und macht die zweite Liga rund. SV Elversberg mit auch 15 Punkten auf Platz 7. Ja, das ist doch mal ein geiler Start. Also für den Verein freut es mich, dass die da oben stehen. Die haben schon viele Punkte bei Mannschaften geholt, wo sie deutlich unterlegen waren, auch anhand des Kaders. Ich freue mich schon auf Elversberg. Wir haben ja am ersten Spieltag bei 96 auch gemerkt, was Elversberg spielt. Wir haben ja auch nun unentschieden geschafft gegen die. Ja, auf Platz 5 ist die Fortuna aus Düsseldorf mit... Wir sind ja Platz 6 noch. Platz 6. Auf Platz 6 ist der 1. FC Kaiserslautern mit 17 Punkten. Ja, das ist ein guter Start. Das ist ein schöner Start für den Verein. Oben dran. Nicht weit weg. Klar, jetzt ein, zwei Spiele waren ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber ja, das ist bei jedem Verein mal so. Jetzt kommt die Fortuna auf Platz 5. Mit 18 Punkten. Ja, das ist 18 Punkte, kann man nach 10 Spieltagen schon sagen, ist gut. Ist ein stabiler Start, kann man schön drauf aufbauen. Auf Platz 4 findet man dann Hannover 96, mein Verein. Ja, was kann ich zu meinem Verein sagen? Konzentriert, gut gearbeitet, die Leistung gebracht. Auch mal konzentriert über 90 Minuten die Spiele gezeigt und man sieht, wenn man sich ein bisschen konzentriert und ein bisschen arbeitet, dann kann man auch Spiele gewinnen, wie man sieht. 18 Punkte nach 10 Spieltagen ist für 96 in der zweiten Liga kein schlechter Start. Jetzt kommen wir in die höchsten Regale, nämlich unter den Top 3. Und da ist der Norden komplett vertreten, alles was im Norden ist. Auf Platz 3 mit 19 Punkten ist Holstein Kiel. Das ist ein sehr, sehr guter Start für Holstein Kiel. Hoffentlich halten sie das auch. Auf Platz 2 ist der HSV. Da waren wir ja schon mal. Der Hamburger HSV mit 20 Punkten. Ja, man kann auch sagen, wenn sie es mal die ganze Saison so halten würden, dann wären sie auch in der ersten Liga. Hoffentlich schaffen sie es mal. Ist ja schließlich jetzt der 5. Versuch. Und auf Platz 1 ist der 2. Hamburger Verein, der FC St. Pauli. Der Kiezkicker mit 20 Punkten auf Platz 1 in der Tabelle nach 10 Spieltagen. Das ist ein sehr, sehr schöner Start für den Verein. Das kann man gut, da kann man auch sehr gut drauf aufbauen. Die Mannschaft ist stabil und zeigt Leistung. Und ja, so. Und das ist nach 10 Spieltagen jetzt die Tabelle. Ich blende sie euch dann nochmal ein. Und ja, wie gesagt, es ist hochinteressant.
und mal gucken, was jetzt kommt. Der nächste Spieltag ist für mich ein Auswärtsspiel, wo ich dabei bin. Das ist nämlich auf Schalke. Da spielt dann der Tabellenvierte gegen den Tabellensechzehnten. Und so wie Schalke am letzten Wochenende in Karlsruhe gespielt hat, ja, sehe ich mal gar nicht so schlechte Chancen für uns. Schade für den Verein, dass sie sich wieder komplett kaputt machen lassen oder kaputt gemacht haben. Ja, die Frage ist nur, wo es hängt. Der Trainer kann es ja anscheinend nicht sein, in meinen Augen. Und wieder einmal werden am kommenden Wochenende, am Samstagmittag, 60.000 Leute in diesem Stadion, in der Veltins-Arena sein. Wovon, ich würde mal sagen, gute 4.000 Hannoveraner sind. Aber sagen wir mal 56.000 Schalke-Fans stehen wieder im Stadion oder sitzen im Stadion und gehen zu einem Verein hin, der sie die ganze Saison bis jetzt verarscht hat und im Grunde genommen jegliche Unterstützung in die Tonne getreten hat. Ja. Mal gucken, wie das auf Schalke jetzt weitergeht. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin vor Ort. Mehrere Livestreams, also ich habe zwei geplant, auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt. Ich blende euch das hier oben mal ein. Und dann, wenn ihr natürlich gerne mich live sehen möchtet, könnt ihr gerne auf TikTok rüberkommen, da streame ich dann live. Und da streame ich zu besonderen Spielen oder zu besonderen Ereignissen gerne live. Und ja, da könnt ihr auch ein Live-Abo abschließen. Das ist dann kostenpflichtig. Also das Folgen an sich ist kostenlos. Wenn ihr mir ein Live-Abo dalassen wollt, also wenn ihr im Live benachrichtigt werden wollt, dann müsst ihr es abonnieren. Das ist für 3,29 € kostenpflichtig. Aktuell ist die Sache mit dem Abo noch vergünstigt. Wir können 30% gibt es auf den ersten Monat. Und da blende ich euch jetzt was für ein. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr euch da gerne auch abonnieren und melden. Und dann hoffe ich mal, sehen wir uns am Samstag. Und wenn ihr natürlich am Samstag unterwegs seid und ich werde die Bahn zur Auswärtsfahrt nehmen, dann erkennt ihr mich oder seht ihr mich, dann könnt ihr mich ja gerne ansprechen. Würde mich freuen. Alles klar. Ich wünsche euch einen angenehmen Nachmittag, eine angenehme Woche. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.